Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldauten zu einem neuen Park zu Minecraft Arnor. Hier aus der Wildnis. Ja, Ende des vorletzten Parts habe ich schon versucht, hier ein wenig voranzukommen und mein Dorf wiederzufinden. Ja, wir sind hier am Startpunkt gespawnt. Unsere Wanderung ist leider wieder in die Hose gegangen. Keine Schätze haben wir mitgebracht. Oh, Sekunde, Benutzeroberfläche Display anzeigen. Ja, alles leer. War nichts mit dabei. So sieht's aus. Und heute geht's hoffentlich zurück zu unserem Dorf. Zurück zum Dorf Arnor. Zu unserem Gebirgsdorf. Da wollen wir heute hin. Nach Hause wollen wir heute kommen. Das ist heute unsere Mission. Ja. Ohne Zeugs, ohne Material, ohne Boot, ohne Schwert und ohne Bett und ohne alles laufen wir hier durch die Landschaft. Ich ziehe mir hier ein bisschen Holz aus dem Baum. Ja, genau, aus dem Baum ziehen. Damit ich zumindest ein bisschen was fürs Bett habe, damit ich mir ein Bett craften kann, müssen wir noch Schafe töten. Tja, wie in alten Zeiten. Wisst ihr noch damals in Part 1, als ich hier bis zum Morgengrauen durch die Wildnis gelaufen bin und nach Material für ein Bett gesucht habe? Tja, es ist fast wie, als wäre alles nicht passiert. Naja, wir kommen ja auch irgendwann zum Dorf und dann sieht man ja, was passiert ist. Also, aber das Feeling hat hier gerade ziemlich, also... Das hatte ich hier gerade ein ziemliches ernster Part-Feeling. So komplett ohne. Komplett. Ohne Mittel in der Wildnis unterwegs. Ja. Und übrigens, dieser Part wird ja, wenn ich richtig geguckt habe, wenn ich das richtig auf meinem Upload-Plan stehen habe und wenn ich das dann auch richtig hochgeladen habe, weiß man ja nie, wie das dann im Upload dann funktioniert, ob das dann noch umgelegt werden muss. Aber wenn alles richtig läuft und alles ganz gut und pünktlich läuft und alles klappt, dann kommt dieser Part am 24. online. Dann seht ihr diesen Part am Heiligabend. Heiliger Abend heute. Juhu, 24. Dezember. Ich wünsche euch einen ganz schönen 24., einen schönen Heiligabend. Und ja, je nachdem, wann ihr das jetzt guckt, ob ihr das jetzt direkt um 14 Uhr guckt, wenn es online kommt, oder wenn ihr das abends guckt, nach der Bescherung. Also vielleicht habt ihr auch schon um 14 Uhr Bescherung, jeder macht das ja irgendwie anders. Das gibt ja manche Leute, die das anders machen, das anders... Wenn das anders abläuft, in der Regel ist es am Abend. In der Regel gibt es Bescherungen und Geschenke am Abend. Also ja, je nachdem, wann ihr das jetzt guckt, wünsche ich euch eine schöne Bescherung. Wünsche ich euch, dass ihr schöne Geschenke bekommt, so einen fleißigen Weihnachtsmann habt. Und ja. Falls ihr das jetzt schon relativ spät guckt am Tag, gibt es auch manche, die meine Videos erst am Abend gucken, nach der Bescherung, wenn man dann die Ruhe hat, wenn dann alles, ja, wenn es das Festessen schon gab, wenn die Geschenke ausgepackt sind, und verstehe ich ja auch, also man kann es dann natürlich um 14 Uhr ist dann noch Zeit, das zu gucken, aber ich verstehe es, wenn ihr dann
Und ihr dann in der Vorplanung, dass manche machen es ja, manche sind auch, also soll es ja geben, dass auf YouTube Leute als älteren Teil das gucken. Ja, wenn ihr da jetzt in Weihnachtsstress seid und hier das Ganze in die Wege leiten müsst, das Essen zubereiten müsst und so weiter. Vielleicht guckt ihr es ja beim Essen zubereiten, vielleicht stellt ihr es euch ja neben den Herd und hört so nebenbei zu. Das gibt's, das ist ja auch eine bewährte Methode, einfach nebenbei beim Reden zuzuhören und das mit rundlaufen zu lassen. Soll es ja auch geben. Lasst euren Festtagsbraten nicht anbrennen. Ja, denen, die das erst aus irgendeinem Grund erst nach der Bescherung gucken. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Bescherung. Ja. Und ja, jetzt bin ich ja relativ weit oben eingekesselt und kann nur runterspringen. Oha, ein hohes Gebirge. Wo bin ich denn hier hingekommen? Bin ich hierhin geraten? Nicht sterben, Zwänge. Nicht sterben. Ja, und für alle, die am Weihnachten ja vielleicht nicht mit der Familie feiern können, aus irgendwelchen Gründen, die heute nicht bei der Familie sein können. Und sich heute zur Bescherung mein kleines Minecraft-Lego anschauen müssen. Den wünsche ich trotzdem noch irgendwie einen festlichen Abend. Macht das Beste draus. Ja, auch an die muss gedacht werden. Es gibt einige Leute, die das Weihnachtsfest alleine verbringen müssen. Die keinen mehr haben, die keine Leute mehr haben, denen sie das Fest begehen können. An die sei heute von mir auch besonders gedacht. Die kriegen jetzt hier in meinem Video ein besonderes Plätzchen. Die seien hier nochmal ganz besonders gegrüßt und ganz besonders erwähnt. Ja. Ich kann ja direkt hier ansprechen, dass ihr guckt, ich muss ja nicht über Leute reden. Euch wünsche ich dann einfach, falls ihr euch hier angesprochen fühlt durch den letzten Punkt, euch wünsche ich dann trotzdem, ja, dass ihr vielleicht jemanden findet. Vielleicht habt ihr ja Freund. Ja, vielleicht findet ihr ja einen Freund oder so, bei dem ihr unterkommen könnt, dass ihr nicht ganz alleine das Fest der Liebe bestreiten müsst. Ja. Weihnachten ist das Fest der Familie, das Fest der Liebe. Allen, denen aus irgendwelchen Gründen eine Familie nicht geschenkt wurden schon, aber geschenkt ist jetzt hier zu Weihnachten, ihre Familie aus irgendwelchen Gründen verloren haben oder die aus irgendwelchen Gründen keine Menschen um sich haben. Ja. Denen sei gewünscht, dass sie eine andere Familie haben. Familie hat ja zwei Formen, hat ja zwei Arten. Das eine ist die gebürtige Familie, in die man hineingeboren wurde. Mutter, Vater, gegebenenfalls Geschwister, Großeltern, Onkels, Tanten und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich brauche meine Crafting Bank, eine Workbench. Ich muss mal mein Bett craften. Ja.
ein kleines Bettchen. Ja, ich hoffe, ihr habt erholsame Weihnachtstage und ja, heute einen schönen 24. Oh, Schlucht. Da wollen wir jetzt nicht reinfallen. Ja, kann ich nur die besten Wünsche aussprechen. Und kann es mit diesem Video, ich kann mit euch gemeinsam in Form dieses Videos Weihnachten feiern. Für die, die gar nicht, also. Ja, für die ganz Einsamen. Ich hoffe nicht, dass es euch betrifft. Also ich hoffe nicht, bevor ihr noch am Heiligabend zu viel Traurigkeit und zu viel bedrückte Stimmung aufkommt, kann ich sagen, ich hoffe, die meisten von euch betrifft es nicht und die meisten können heute mit ihrer Familie einen wunderschönen Vorabend zu Weihnachten feiern und dann auch morgen und übermorgen noch wundervolle Weihnachtstage, den ersten und zweiten Weihnachtstag und ja, eine angenehme Weihnachtszeit. Die geht ja zumindest noch bis zum 26. Und ja, kirchlich gesehen, also vom eigentlichen Sinn her auch bis noch im Januar hinein und ja, traditionell sogar noch, also noch weiter. Also das ist, ja, also Weihnachtszeit, das sind ja nicht nur die 3 Tage, das ist Weihnachtsfest, aber die Weihnachtszeit, das kann man dann auch noch ein bisschen, ja. Ja, ein paar wundervolle Tage euch. Jetzt habe ich ja lange über Weihnachten geredet, aber ist ja auch richtig. Ist jetzt hier. Ja, aber was soll man sonst machen, wenn man hier durch die Wildnis läuft? Kann man über irgendwelche Themen reden? Da bietet es sich einfach jetzt an, zum Tage zu reden. Ist mein Wort zum Sonntag? Sonntag ist nicht, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich kann jetzt gerade nicht nachgucken, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Dienstag oder ein Mittwoch. Eigentlich abends, Dienstag oder Mittwoch dieses Jahr. 23. Ja, Dienstag. 23. Montag, das weiß ich, weil ich am 23. noch arbeiten muss. Hatte nicht mehr genügend Urlaubstage frei. Ein bisschen Mitleid für Spanky. Muss am 23. nochmal auf Arbeit. Aber ab 24. habe ich dann Weihnachtsurlaub. Ich bin am 23. nochmal arbeiten. Genießt eure Weihnachtsferien, ihr Schüler. Ja. So ist es im Berufsleben. Hat Mama nicht aufgepasst. Und dafür habe ich mir Urlaub genommen an einem anderen Tag. Dafür hatte ich bei der Gamescom Urlaub. Ja, ich glaube, dafür habe ich mir 1-2 Tage genommen. Also, ja, muss man sich halt entscheiden, muss man halt gucken, wie man es legt. Das ist halt, ja, Berufsleben. Da muss man halt mit seinen, wie viele Tage habe ich, also wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich als Auszubildender sogar 30 Tage, was viel ist, was ordentlich ist, also für einen Beruf, also normalerweise sind 26, wenn ich mich nicht irre, 26 Tage sind so in einem Berufsalltag die Norm, das sind so, also der Chef kann dir natürlich auch mehr geben, aber 26 Urlaubstage im Jahr, das ist nicht im Monat. Liebe Schüler, falls ihr euch das gedacht habt, nicht 26 im Monat oder im halben Jahr, also im Monat geht ja kaum, 26 Tage im Monat, das wäre schon ordentlich, das wäre schön, das fände ich, 26 Tage im Monat Urlaub, das, damit könnte ich leben, im halben Jahr oder so, 26
nicht 26 Tage Sommerferien, sondern im ganzen Jahr, im ganzen Kalenderjahr 2019. Also bei mir 30, bei mir sind es ein bisschen mehr. Hat aber trotzdem nicht gereicht, dass ich mir am 23. freinehmen konnte. Aber ich habe am 25. ist Feiertag, 26. ist auch Feiertag, am 24., den 27., 28., 29., den 30., den 31. freinehmen können. Der 1. ist wieder Feiertag. Ja, man muss sich wirklich das so, ja, für alle Leute, die es nicht kennen, für alle Schüler, die hier noch mit dabei sind. Das heißt, man muss, ich weiß nicht, wie es in anderen Betrieben ist, aber bei mir ist es zumindest so, der 24. und der, lass mich nicht lügen, der 24. und der 1., also der 1. 2020, der 1.1. Neujahrstag und der 24. Nein, der Neujahrstag ist ja Feiertag, den muss man sich nicht nehmen. Nicht das Pferd töten, was machst du denn? Das können wir auch nicht mitnehmen, aber gut. Ich glaube, welcher war das? 24. und 31. Ja, 31. war es, glaube ich, ja. 24. und 31. zählen als halbe Tage. Also da musst du dir einen halben Tag für nehmen. Also den 24. und den 31. Also wenn du Silvester und Heiligabend frei haben will, leider sollte man mal dran arbeiten, dass das geändert wird. Ja, sollte man sich mal politisch für einsetzen. Also das ist ja skandalös, dass Heiligabend und Silvester nicht Feiertag ist. Ja, da muss man sich halbe Tage für nehmen, das heißt ein Tag insgesamt für Heiligabend und Silvester. Mache ich transparent, wie das bei mir ist. Da bin ich ganz transparent. Also muss ich mir jetzt für Weihnachten, für den Weihnachtsurlaub, bis neues Jahr, im neuen Jahr muss ich dann schon den Urlaubs, das ist ja der Witz. Also wenn dann am 2., am 3., am 4., also wenn halt im neuen Jahr dann noch vielleicht, wenn du nicht am 2. schon wieder auf Arbeit antanzen willst, dann musst du dir halt auch im neuen, dann musst du die 26 bzw. 30 Urlaubstage aus dem neuen Jahr schon verbrauchen. Das heißt, ich nehme jetzt, muss mal ein bisschen Sekündchen zählen. Das ist der 24., denn der ist ein halber Tag. Also 24. und 31. ein halber Tag. Das ganze Tag. Ein Tag, 27., zwei Tage, 28., drei Tage, 29., vier Tage, 30., fünf Tage, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, und der 31. dann halber, und das ist wieder ein Feiertag. Also fünf Tage für das Jahr noch nehmen, fünf Tage Urlaub muss man sich aufsparen, um da durchzukommen. Im besten Fall 6, damit man den 23. auch noch nehmen kann. Und die anderen, also für den 2., 3., 4., 5., 6., also wie man halt da will, also wie lange man da halt zu Hause bleiben will im neuen Jahr. Wenn man halt nicht schon am 2. antanzen will, der 1. Feiertag, muss man halt da auch schon ein paar Urlaubstage, muss man halt dann abziehen. 2. Dezember sind da nur noch 29 Tage, ja, 3. Dezember 28, 4. Dezember 27, 5. Dezember 26, 6. Dezember, wenn du den noch frei haben willst, sind es schon 25 Tage, die du dann noch hast, also da, ja, musst halt managen, musst du als erwachsener Mensch können. Kalkulation und Zeitrechnung muss man halt so ein bisschen gucken. Muss man sich halt auch manchmal entscheiden, gehe ich dieses Jahr zur Gamescom? Nehme ich mir dafür eine Woche Zeit? Bin da eine Woche frei? Lustig ist natürlich, wenn du samstags Arbeit hast. Da
Da habe ich das Glück, dass ich Samstag nicht arbeiten muss. Puh, da bin ich froh drüber. Ja. Wenn du 6 Tage die Woche arbeitest, musst du halt nur den Samstag frei nehmen. Das sieht bei der Gamescom dann. Nimmst du dir halt für die Gamescom 6 Tage Urlaub. Das sind am Ende die 6 Tage, die dir fehlen für den Weihnachtsurlaub. Vielleicht geht man ja nur einen Tag auf die Gamescom. Dann braucht man nur 2 Feiertage. Dann braucht man nur 2 Urlaubstage für. Ja. Dass euch alles mal. Das euch kurz mal transparent gemacht. Für die Älteren unter euch, die jetzt schon arbeiten gehen, die haben vielleicht meine Art gehört und haben gehört, dass es bei ihnen anders ist und wissen, aha, du hast also 30 Tage, ich habe nur 26, fick dich, so ungefähr, ja. Und alle, die noch in der Schule gehen, die haben jetzt mal Unterricht bekommen, wie er eigentlich sein sollte. Geh weg, Pferd. Ja, wie Schule sollte ja aufs Leben vorbereiten. Frage ich mich eigentlich, warum man in der Schule eigentlich noch nicht erfahren hat, wie das später im Berufsleben läuft. Und wusste ich auch erst, als ich in den Betrieb kam und eine 40-Stunden-Woche vor mir hatte. Das ist, ja. Das müsste man eigentlich in der Schule mal anbieten. Eigentlich. Man müsste eigentlich mal so ein. In manchen Schulen. What the fuck? Kürbisse. Ein ganz Kürbisfeld. Das ernte ich ab. Das habe ich hier nicht hingesetzt. Ich bin nicht in den Creative-Modus gegangen. Das verspreche ich euch. Und habe hier alle hingesetzt. Nice. Ein paar Kürbis mitnehmen. Das ist ja hier ein Haufen. Ein ganzer Haufen Kürbisse. Das sieht ja fast gesetzt aus. Also sieht ziemlich danach aus. Aber ich war es nicht. Wirklich nicht. Ich komme hier Natura so vor. Glaube ich. Oder habe ich sie früher mal hier hingesetzt? Kann natürlich auch sein, dass ich mal einen früheren Part mal hier war und mal ein bisschen spaßeshalber was hingesetzt habe. Es sind wirklich sehr, sehr viele hier auf einem Haufen. Ja. Nochmal zurück zu den Urlaubstagen, aber ich glaube wirklich, also 26 ist, glaube ich, Pflicht. Das heißt, also du musst als Chef musst du deine Mitarbeiter 26 Tage geben. Kannst auch mehr geben, aber nicht weniger. Ich glaube, 26 sind Muss. Ja, also ich war dabei stehen geblieben hier bei Schule und so weiter. Da wundere ich mich wirklich, warum das, also. Manche machen Praktika, in manchen Schulen werden Praktika angeboten, da darfst du halt ein paar Wochen in Betrieb, musst du ein paar Wochen in Betrieb reinschnuppern und da eine 40-Stunden-Woche, beziehungsweise 35 oder ich weiß nicht, wie das bei Schülern so ist, die dürfen ja auch nicht eine 40-Stunden-Woche machen, dürfen ja auch nur, haben ja auch noch ein bisschen Kinderschutz und so weiter. Dürfen ja nicht voll ausgebeutet werden. Ja, darfst du halt schon mal einen Praktikanten machen. Aber das sollte man heute auch ein bisschen, also ich finde, man sollte, also das müsste man in der Schule eigentlich auch ein bisschen heftiger machen. Also es ist ja die Aufgabe eigentlich, das ist ja eigentlich die zentrale Aufgabe einer Schule. Das ist nicht auf das Leben, auf das spätere Berufsleben vorzubereiten. Also das ist eigentlich, also ich finde sogar, das ist die einzige Aufgabe der Schule. Also es ist eigentlich relativ fehlgeleitet,
wenn es halt nur ums Büffeln geht. Und ist das nicht das Gebirge, wo mein Dirthaus stand? Mein erstes Zuhause. Mein erstes Dirthaus sieht fast danach aus. Ja, da ist es. Da sind wir wieder angekommen, in meinem ersten Hause. Das ist das Grabmal von Klaus dem Ersten. Mein Huhn, mein erstes Haustier. Da sind wir zu Hause. Birkenholz. Ja. Hier steht noch ein Bett drin. Kurz mal beim Klaus reingucken. Klaus sein Grab. Immer wenn wir hier vorbeikommen. Ruhe und Frieden, Klaus das Huhn. So. Klaus. Ein tapferes Haustier. Klaus der Erste. Was war das für ein Huhn? Ja, mein Dirthaus wird hier immer stehen für alle Zeiten. Mein Dirthaus aus Part 2. Wundervoll. Ein Haus aus Dreck. Schmutz und Dreck. Ja, dann sind wir doch bald da. Hier geht eine Leiter runter, eine Treppe. Jo. Weiter voran sind wir bald am Dorf. Ich weiß nicht, wie lange der Part schon geht, aber ich laufe jetzt hier noch zu Ende. Da muss ich halt ein bisschen was zusammenschneiden. Geht nicht, weil ich die ganze Zeit durchgeredet habe. Vielleicht lässt sich da irgendwas Sinnvolles in einem Satz durchschneiden. Irgendwas, ja, wo ich mich wiederholt habe, wo ich gedoppelt habe. Ja, wenn nicht. Heute ist Weihnachten, heute kann man auch ein bisschen länger machen. Die verfickte Wüste. Ach man, schmerzhafte Erinnerungen. Ein Klausianer. Oha, okay, dann geht's hier wohl noch kurz durch die Wüste. Ja, zwischen dem... Hier müssen wir vielleicht auch mal eine Brücke drüber machen, hier zwischen der Wüste und meinem Gebirge. Zwischen Gebirge und zwischen meinem ersten Dirthaus, zwischen Klaus Grab, liegt ja eine große Wüste. Vielleicht können wir die Wüste auch mal durchgehen. Durchgehend tun wir es immer, aber hier mal ein bisschen was anbauen, ein kleines Wüstendorf, das wäre mal cool. Das wäre mal eine gute, na, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre, aber könnte man vielleicht mal überlegen, da mal Richtung Wüste zu expandieren, da mal ein bisschen was zu bauen. Hier zum Beispiel eine Brücke, das wäre zum Beispiel eine ganz gute Idee, da müssen wir halt ungefähr wissen, wo es lang geht. Und das wäre eine ziemlich lange Brücke. Wäre ein ziemlich langer Weg, müsste man halt nicht mehr durch die Wüste. Ist das hier ein Wüstendorf oder sind das nur die Tempel? Oha. Muss doch vorsichtig sein. Ist doch Creeper-Blöcke. Explodiert hier gleich alles. Bin ich gleich wieder tot. Ach, das kennen wir doch. Da gibt es unten einen Schatz zu finden. Ich habe gar keine Spitzhacke mit dabei. Da kann man auch ordentlich drauf gehen. Wenn nicht aufpasst. Das ist eine Pyramide. Wir haben da schon mal was rausgeholt. Jo, hier geht's runter. Fackeln haben wir keine mit dabei. Sind wir echt geliefert, wenn wir hier den falschen Block abbauen. Wir sollten uns eine Option nach oben bewahren, dass wir hier eine Treppe haben, wie wir da hochkommen. Haben wir genug Dirt mit dabei? Ja, da haben wir 18. Vorsichtig. Ich habe gehört, hier gibt es eine Sprengfalle drin. Dass man halt hier ganz vorsichtig sein muss, wenn man sich hier runtergräbt.
und einen falschen Block abbaut, macht's hier Bums. Ja. Den blauen Block in der Mitte. Hier ein bisschen Licht reinlassen. Ich habe halt keine Spitzhacke, deshalb müssen wir halt hier ein bisschen Ruskitiski. Grabräuber. Da unten sind die großen. Ich baue mich mal hier mit den die Erde weiter runter. Ganz vorsichtig auf keine Platte kommen. Hier mal runter. Ganz sachte, ganz vorsichtig. Da gibt es glaube ich auch Druckplatten unten. Ich habe Angst. Los weg von dieser Druckplatte. Da gibt es noch was wie einen Sattel. Den können wir mitnehmen. Ganz vorsichtig. Knochen. Sand. Ja gut, Schießpulver. Verrottetes Fleisch können wir drin lassen. Zauberbuch. Vorsichtig. Noch ein Sattel, mehr Schießpulver, mehr Sand, es wird dunkel draußen. Hier sollte ich wirklich sehr vorsichtig sein. Gold, wenn es das mal wert ist, hier nicht in die Luft fliegen. Eisen, jede Menge Schießpulver. Das nehme ich als erstes raus, nicht, dass das dafür der verantwortlich ist, dass hier alles in die Luft geht. Ja, dunkeln ist natürlich, muss man hier vorsichtiger sein. Okay, hier sind sogar Smaragde drin. Und noch ein Sattel. Und noch ein Sattel. Spinnenauge. Sand, ja, Sand kannst du behalten. So, ganz vorsichtig. Ha. Nicht auf den Knopf. Hier wieder hoch. Ja, wundervoll. Jetzt hoffentlich kein Skelett da oben in der Pyramide, das uns runterschießt. Ich mache hier kurz eine Pause. Ich bin sehr erfolgreich rausgekommen. Schlafen. Das war spannend. Mal wieder eine Pyramide geplündert. Raus hier. Sehr gut. Grabräuberei betrieben. Gut, vielleicht gibt es ja irgendwie mal ein bisschen, oh, das ist ein Boot, vielleicht gibt es ja mal Unterricht, so einen Wirtschaftsunterricht und so weiter, gibt es ja an manchen Schulen so ein bisschen ansatzweise wirtschaftsmäßiger Unterricht, aber ja, Sachen, wo man halt, das frage ich halt wirklich, also zum Beispiel Steuererklärung oder so weiter, oder warum, oh, Skelett, Hallöchen, au. Warum man halt in der Schule zum Beispiel nicht im Unterricht mal eine Steuererklärung machen muss. Einfach mal, ja, einfach eine Spaßsteuererklärung ist man halt einfach mal. Das lernt man dann halt hart auf hart, wenn es dann so weit ist, wenn man da halt so dann machen muss. Ich habe noch nie jemanden gehört in der Schule. Vielleicht gibt es das in einzelnen, also das will ich jetzt wirklich nicht abstreiten. Vielleicht gibt es das in mittlerweile in vereinzelten Schulen, vereinzelten Klassen. Aber also ich habe zumindest noch von niemandem gehört. Also
wenn das bei euch der Fall ist, also wenn ihr wirklich das, ne, wirklich das mal in der Schule gemacht habt, sagt es mir mal in den Kommentaren, das würde mich brennend interessieren. Habt ihr mal eine Steuererklärung durchgemacht oder interessant wäre halt sowas wie halt ja Finanzen, also das ist wie das braucht man, das Sachen, die man im späteren Leben braucht, also die man halt wirklich, das man halt wirklich mit Sachen, also mit seinem Haushalt kalkulieren muss, dass man halt da wirklich auch, ja, solche Sachen wie einen Urlaubsschein ausfüllen. Ja, das wäre halt ganz, solche Sachen, die halt man, ja, Arbeitsrecht, sowas halt, das lernt man halt dann auch erst. In der Berufsschule lernt man es, wenn man eine Ausbildung macht, hat man Arbeitsrecht so ein bisschen mit drin. Die Rechten und Pflichten eines Auszubildenden oder die Rechten und Pflichten eines Mitarbeiters. Was steht hier zu, was sowas, also ja. Was kannst du als, was hast du für Rechte und was hast du für Pflichten? Sind wir vielleicht wieder falsch. Ja, in der Wüste kann man sich leicht verirren. Findet man nie nach Hause. Deshalb, wie schon gesagt, eine Brücke wäre ganz gut. Da müsste man halt auch wirklich auf der Karte, die wir leider nicht mitgenommen haben, die wir verloren hätten, wenn wir sie mitgenommen haben, hätten, müsste man halt schon wissen, wo man ist und wo man hinläuft. Sieht nach einem vertrauten Gebirge aus. Sind wir da? Zu Hause? Bist du es? Ich glaube nicht dran. Es könnte ja sein, das Gebirge ist noch zu niedrig. Das ist es sicherlich nicht, aber es ist vielleicht nahe dran. Nein, nicht das Fleisch wegwerfen. Können wir zu Hause noch grillen. Können wir in den Ofen schmeißen. Ein nahrhaftes Steak draus machen oder jetzt essen. So, wären wir denn hier? Was bist du für ein Gebirge? Sind wir zurückgelaufen? Rückwärts gegangen. Ist das hier wieder das Dirt House? Sind wir hier wieder am Dirt House oder wie oder wo oder was oder wann? Ich glaube, ich befürchte, dass unser Haus, unser Dorf auf dem Wohn, unser Dorf am Arsch der Welt, ist das zu weit auseinander liegt mit dem Dirt House, dass da halt ein bisschen Wanderungsschulden drin liegt. Da liegen ja auch ein paar Parts zwischen, bis wir unser Dorf anfangen zu bauen. Das kommt mir ziemlich unbekannt vor. Über die Bäume.
Wo sind wir? Das ist immer die große Frage in Minecraft, bei Minecraft-Wanderungen. Ist das immer die große Preisfrage? Wo sind wir? Wo gehen wir hin? Ach, fuck. Das Ding schon wieder. Ja gut, ein kleines Schläfchen. Sind wir hier im Kreis gelaufen? Sind wir wieder bei diesem Dorf hier? Ja, was für Dorf? Wieder beim Dirthaus. Gut, dann mach hier eine kleine Aufnahmepause. Beende diesen Part. Oder nicht. Mach zumindest erstmal eine kleine Pause hier beim Dirthaus. Man sieht hier im nächsten oder in diesem Part schon wieder. Ja. Ciao, ciao. Yahoo. Da steht der Peter. Habt einen schönen Tag, man sieht sich. Haut da rein.